Einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir ist es jetzt gut 7.30 Uhr am Sonntagmorgen. Da hat man natürlich nichts Besseres zu tun, als Videos aufzunehmen. Daher gibt es jetzt auch gleich das erste Update von mir. Darwin Cook ist tot. Ein Mann, der vor allem bei DC Comics mit seiner Story The New Frontier absolute Verlagsgeschichte geschrieben hat. Panini Comics brachte die Geschichte in zwei Bänden. Ich glaube, das war bei der Serie DC Premium in Band 40 und 41. Die sind mittlerweile aber gar nicht mehr so einfach zu bekommen. Wer sich ein bisschen einfacher machen möchte, sollte sich aus der Eagle Moss Collection die beiden Bände Neue Horizonte holen. Das ist die Story. Kauft euch das. Wahrscheinlich eine der besten DC Stories, die es je gab und je geben wird. Das soll natürlich nicht der eigentliche Anlass zum Video sein, denn schließlich war gestern Gratis-Comic-Tag. Den habe ich mit Freunden wie gewohnt in Leipzig verbracht. Wir haben die Comic-Combo und City-Comics abgeklappert, haben eine Menge Geld da gelassen, ein paar Gratis-Comics abgestaubt, noch viel mehr gekauft. Und dazu gibt es natürlich auch wieder einen Fotobericht, den ich euch unten in die Description verlinken werde. Zu den Gratis-Comics selbst werde ich nichts sagen, denn dazu habe ich bereits einen Review-Bericht verfasst, den ich euch ebenfalls in die Description reinhaue. Schaut da mal nach. Falls ihr irgendwo noch Gratis-Comics abstauben wollt, könnt ihr euch dort vielleicht ein bisschen inspirieren lassen, was für euch interessant wäre. Dennoch habe ich euch noch ein paar bewegende Bilder aus Leipzig mitgebracht. Und damit ihr einen Eindruck kriegt, wie für uns der Gratis-Comic-Tag war, gibt es jetzt ein paar bewegende Bilder vom Gratis-Comic-Tag in Leipzig. Viel Spaß! Manche von euch wird sicherlich auch interessieren, was hat er denn gekauft? Wer zwei Comicläden abklappert, kann er natürlich nicht ohne Comics rausgehen. Gratis-Comics habe ich mir nicht mitgenommen. Ich habe alle, die ich haben wollte, im Vorfeld schon bekommen. Das ist sehr bequem. Man muss sich nicht anstellen. Und Comics kaufen tue ich natürlich trotzdem. Und das nicht gerade wenig. Zumindest wenn man bedenkt, was ich sonst noch nebenbei alles für Comics kaufe. Egal, anderes Thema. Als erstes mitgenommen habe ich mir Spider-Man No More von Stan Lee und John Romita Sr. Sehr, sehr legendäre Story. Ich habe mir die Ausgabe der Hachette Collection mitgenommen. Die haben ja jetzt ihre Collection erweitert und bringen jetzt, ich glaube, 40 oder 60 Klassik-Ausgaben zusätzlich, was ich sehr angenehm finde. Ich glaube, 40. Diese Ausgabe war ein totaler Griff ins Klo. Nicht aufgrund der Story, sondern weil der Verlag es falschrum in den Einband geheftet hat. Super Aktion, gibt's einen dicken Daumen für. Ich muss mal gucken, ob es da eine Rückrufaktion gibt oder ähnliches. Naja. Des Weiteren habe ich mir den 24. Fables Band besorgt. Leider nicht aufgrund, was heißt leider? Nicht aufgrund von Fables. Die Serie habe ich zwar die ersten beiden Bände hier, aber noch nicht gelesen. Auch wenn sie schon gefühlt 25 Jahre läuft. Gefühlt. Diesen Band musste ich mir aber kaufen aufgrund des Unwritten Crossovers. Für mich ist die Unwritten eine der besten Vertigo-Serien, die es je gab. Ist einfach zu sagen, wenn man Fables nicht gelesen hat, ich weiß, beruhigt euch, aber diese Serie ist einfach fantastisch. Von Mike Carey geschrieben, der vorher bei Panini oder bei Vertigo und dann bei Panini logischerweise an Hellblazer geglänzt hat, von Peter Gross gezeichnet, ist bisher in 7 Bänden rausgekommen. Der 8. Finale Band Apocalypse, das ist die letzte Miniserie, die zu der Serie erschien, erscheint jetzt demnächst bei Panini, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, denn die Verkaufszahlen der letzten Bände waren echt beschissen. Ich habe keine Ahnung, warum die Leute das nicht kaufen. Diese Serie ist so fantastisch. Das ist der erste Band. Kauft euch das. Diese Anlehnung an Harry Potter ist eine der fantasievollsten und wirklich toll gezeichnetsten und toll geschriebensten Fantasy
Comics, die man überhaupt lesen kann. Absolut herausragend. Kauf diese Serie. So, als nächstes gab es bei mir Black Panther. Habt ihr das sehen? Ja. Von Reginald Hudlin und John Romita Jr. Ist eine Erstveröffentlichung, kam in den letzten beiden Wochen, glaube ich, bei Panini raus. Ist die 2005er Black Panther Serie. Ist vorher noch nicht auf Deutsch erschienen. Ich hatte aufgrund von Romita auf jeden Fall schon mal Bock auf die Serie, aber ich war mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mir das Trade holen wollen würde. Der Flo vom Comics Channel hat eine tolle Review dazu gemacht, blende ich euch hier mal ein. Guckt euch das mal an, das ist wirklich sehr interessant. Ich bin gespannt drauf. Als nächstes gab es was Besonderes von Reinhard Kleist, Der Traum von Olympia, ist bei Carlsen erschienen. Ich glaube schon im letzten Jahr. Da geht es um Samia Yusuf Omar. Das ist eine somalische Sportlerin gewesen, die bei den Olympischen Spielen in London, glaube ich, teilnehmen wollte. Aufgrund der Begebenheiten in ihrem Heimatland war es Frauen dort nicht gestattet, Sport zu betreiben, beziehungsweise Profisport zu betreiben. Und sie ist daher geflüchtet, war auf dem Weg nach Europa und ist dabei verunglückt. Reinhard Kleist, eigentlich so der bekannteste und renommierteste deutsche Comic-Künstler, den wir haben, der hat darüber dieses Comic gemacht. Hat, ich glaube, nicht eine einzige schlechte Review bekommen. Das muss wirklich fantastisch sein. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Zum Abschluss gab es dann endlich den fünften und letzten Transmetropolitan Band für mich. Die Serie von Warren Ellis und Derek Robertson. Sehr, sehr geile politische Science-Fiction-Story. Mit schwarzem Humor, sehr provokant geschrieben, mit sehr abgedrehten Charakteren. Ganz, ganz toll gemacht. Der Speed Verlag hat die Serie erstmals rausgebracht vor einigen Jahren im Heftformat, aber da war die Qualität der Hefte eher weniger berauschend. Die haben es dann nochmal nachgedruckt in Paperbacks, aber da sind, glaube ich, das 4 Stück erschienen. Also nicht mal die erste Hälfte, glaube ich, der gesamten Serie. Panini hat jetzt vor einigen Jahren eingewilligt, denn doch mal, nachdem sie mehrfach angebettelt wurden, die Serie neu aufzulegen, haben sie sich entschieden, 5 Hardcover-Bände draus zu machen, komplett abgeschlossen. Sehr empfehlenswert, vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt unschlagbar. Ich glaube, pro Band waren das 29,99 €. Und die komplette Serie in 5 Bänden, absolut tolle Serie, kauft euch das. So, das war's dann auch schon, das war mein Gratis-Comic-Tag 2016. Ich vertiefe mich jetzt erstmal wieder in das neue und letzte Abenteuer von Nathan Drake. Euch wünsche ich ein tolles Wochenende, kauft Comics und habt viel Spaß. Bis dann!